Ah, hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, hier bei Football Bromance TV. Wie ihr seht, sind wie immer an meiner Seite Dizzy B und unser Gast hier unten. Ist er da unten oder da unten? Er ist unten. Kasim Edebali. Kasim, wie geht's dir? Was geht ab? Alles gut hier. Wie geht's euch? Warte. Kasim, the dream, Edebali. Er liebt seine Socken. Er liebt es zu essen. Und er liebt es, im Gym zu sein. Was geht ab in Arizona? Was ist das? Was hast du da? Das sind meine, wie heißen die, Plüschchen? Das sind deine oder von deiner Tochter? Nein, nein, das ist von meiner Tochter. Okay, das ist gut. So, guck mal, Björn hat ja schon gesagt, du liebst dein Gym. Du hast mir neulich, als wir mal gefacetimed haben, dein Gym gezeigt in deiner Garage. Ja. Zieh mal aus das T-Shirt, lass mal sehen. Gib uns mal Doppelbizeps vorne. Sag warte. Was? Du wolltest sehen? Hey, Kasim, die ganzen Nacktfotos, die du mir immer schickst auf mein Privathandy, kannst du ruhig mal hier zeigen. Okay, das sind nur Booty Pics, mein Gesicht ist da nicht drauf. Soll ich die mal rausholen? Ey, oh Mann, aber wie ist die Situation schlimm bei dir, Kasim, in Arizona? Du bist gerade in Phoenix, du hast zum Glück dein Home Gym mit dem ganzen Coronavirus. Wie hältst du dich fit? Natürlich, jeder Tag ist momentan relativ gleich, würde ich sagen. Aufstehen, frühstücken, für die Kinder kochen und dann geht's gleich ins Gym. Und ich habe eine kleine Straße hier vor mir und auf der laufe ich immer hin und zurück. Ey, ich muss sagen, was ja, ich stell mir gerade vor, einmal wie Kasim Edebali mit seiner Afro-Perücke kocht für seine Kinder und dann in derselben Perücke die Straße rauf und runter macht. Das hat er schon so oft gemacht. Guck mal, jetzt da ist er. Letztens bin ich Gasses gelaufen. Also, hier kann ich euch das mal kurz zeigen. Hier, das ist meine Straße. Hier ist gerade schön sonnig. Könnt ihr das sehen? Oh, sag mal, wie warm ist es denn da? Bestimmt 25 Grad oder so. Und, das sieht ja aus da bei dir wie Pleasantville. Ja, wo die Hübschen und Reichen sind. Es ist eine schöne Nachbarschaft. Auf jeden Fall sind dann die kleinen Kinder und dann bin ich da ohne Shirt. Ich mach Sprints. die sind so schnell abgehauen. Ich dachte, ich will die abziehen. Kochst du eigentlich jeden Tag für deine Familie? Ich bin jetzt 5-Sterne-Koch. Ich habe nichts zu tun. Und Frühstück, alles. Ich respektiere. Was ist denn so auf deinem Plan? Was kannst du denn kochen? Weil Rührei ist kein Kochen. Nudeln machen mit ein bisschen Soße ist kein Kochen. Was kannst du kochen? Also, was immer du willst. Also momentan, ich versuche mich besser zu ernähren. Ich meine, ich glaube, du verstehst, weil du bist der Älteste hier, dass der Metabolismus ist. Ey, aber das mit dem langsamen Metabolismus musst du mal dem neben mir zeigen, ey. Ey, okay, Dizzy B, dir ist auch kritisch jetzt. Weil wir sind auch 30. Bist du jetzt 30, Björn? Ey, ich werde jetzt 30 im August. Es ist alles jetzt ein bisschen aber langsamer. Bei Björn ist 30 das neue 50. Das ist bei mir, mir tut alles weh. Ich muss. Oh Gott, ey, das ist. Ey, und Björn, wir waren zusammen frühstücken in Amerika. Er sagt, ich muss abnehmen. Und dann er bestellt einen Kakao und Pfannkuchen. Weil wir waren. Das Geile ist, er war bei mir für einen Tag und ich habe gesagt, oh, ich muss jetzt echt aufpassen auf meine Ernährung. Es war meine Frau, Kasim und ich. Und meine Frau hatet ja schon den ganzen Tag. Ey, nimm mal ab. Ja, du nimmst mega zu, pass mal auf deine Ernährung auf. Und Kasim, ey, was hat das so ein Omelette mit Spinat und ey, wirklich, du achtest so krass auf jede Kalorie, ne? Auf jeden Gramm. Wie nennt man die Macros, ne? Nennt man das Macros. Dann, ja? Und dann ich erstmal direkt, ey, schönes Kakao. Aber er muss da auch. Björn Werner ist jetzt nicht mehr Björn Werner. Ey, er ist Dizzy B, er ist Producer. Ey. Er ist TV-Star, Podcaster, Werbestar. Nur das Gesicht alles. Muss gut aussehen. Ich probiere mir noch, das Leben muss man auch gönnen, ne? Das ist jetzt gerade. Ja, deswegen hast du auch die Kekse bei Walmart gekauft. Ey, hör mal jetzt auf, wir haben Schokokekse. Pina war da Schokokekse. Aber Kasim, lass uns doch mal darüber sprechen, weil die Leute wollen ja auch was zu Football hören. Ja, ja. Du hast gesagt, du bereitest dich vor auf die kommende NFL-Saison. Erstmal, du bist da drüben in Amerika. Wir sehen das Ganze, wir sehen Bilder aus New York, wie schlimm es da ist und so weiter und so fort. Wir wollen jetzt nicht darauf eingehen, wie ist es in Arizona.
wahrscheinlich genauso wie hier. Man geht nicht raus, man bleibt zu Hause. Beim Einkaufen muss man um Klopapier kämpfen. Aber du hast gesehen, der Draft findet statt online. Glaubst du, dass das in irgendwelcher Form, diese ganze Corona-Krise und dieser Online-Draft in irgendeiner Form vielleicht einen Impact auf den Draft hat, dass die Teams vielleicht anders draften und dass sie vielleicht auch sagen, weißt du was, vielleicht gehen wir doch lieber mit dem, was wir kennen und nicht so sehr mit jungen Leuten, denen wir viel Geld geben, weil wir haben sie nicht gesehen. Ganz ehrlich, ich glaube nicht. Vom Draft-mäßig, ich glaube, alles bleibt gleich, aber halt wie der Consumer, wie wir das alles angucken, wird komisch. Und dann die Fernsehstation, wie die ihr Geld machen. Ich glaube, die versuchen jetzt alles zu adjusten. Und dann, wie die NFL-Saison bald kommt, halt versuchen so gut wie möglich noch Geld rauszusqueezen. Weil momentan sind ja alle zu Hause. Keiner weiß, ob man ins Stadion kann, wenn die Saison anfängt. Ja, was glaubst du? Ich meine, du bist ehemaliger NFL-Spieler. Du bist am nächsten dran von uns dreien. Hörst du irgendwas? Du bist in der NFLPA. Kriegst du von denen vielleicht in irgendeiner Form Informationen? Hey, bereite dich vor. Das ist das, was wir mit der Liga besprochen haben. Irgendwelche Sachen, die NFLPA ihren Mitgliedern, den aktiven Spielern mitgibt, die du kriegst, oder ist da auch Funkstille? Wir kriegen ein paar E-Mails. Zum Beispiel, als die neue CBA rausgekommen ist. Oh, dazu müssen wir dich auch noch was fragen. Weiter. Und dann natürlich kriegen wir ein paar E-Mails, so hey, bleib sicher, bla bla bla. Und dann, wenn ich mit meinem Bruder Cam immer rede, er sagt auch immer, es war in der Facility laufen und er hat eine E-Mail bekommen, dass er nach Hause gehen muss. Er darf nicht in der Facility sein. Weißt du, er hat mich gerade angerufen, er war im Hardtop, hat gechillt, weiß ja eh keiner da. Aber ich gesagt, keiner darf in der Facility sein, alles ist shut down, bleib zu Hause. Und das heißt, jeder ist gerade auf sich alleine wirklich gestellt. Ey. Ja, aber so ein Typ wie Cam Jordan, der hat doch ein Haus mit Basketball, ja, nicht Cam Newton, Cam Jordan, der hat doch ein Basketballcourt, ein Gym, keine Ahnung, drei Fußballfelder. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert, weil in der Offseason ist der nur. Der 300 Pfund wird dann in der Offseason. Vielleicht 136 Kilo? Ja, und dann, das war's, dann fährt er ein bisschen Fahrrad und das war's. Und dann ja, aber Camp. Du kennst ja die Sinn. Spieler, ey, da sind ja ein paar Spieler gewesen, mit denen ich auch gespielt habe, die haben jeden Tag McDonald's gegessen. Tag in der Saison. Chicken Wings, Pizza. Ey, alles. Und die hatten Sixpacks, die haben sich nie verletzt. Und du denkst dir so, wie geht das? Wir gucken uns einen Cheeseburger an und du hast direkt 5 Kilo zugenommen. Also manche haben das wirklich in den Genen einfach. Aber ey, Kassim, hast du die E-Mail bekommen, wo das Zeit war für die neue CBA zu voten? Also du hast das bekommen. Und du hast gewählt? Oder hast du nicht gewählt? Ich habe gewählt. Sagst du uns dafür oder dagegen? Okay. Kannst du uns das sagen? Und warum? Also, natürlich! Gib uns ganz, mal ganz ehrlich, das war voll scheiße. Weil ich habe so viele von meinen Freunden, ich war jetzt bei fast 31 Teams. Das heißt. Trotzdem, du bist die geilste Sau, ey. So viel von meinen alten Teamkollegen, hey, wähl nein, bla bla bla. Und dann ganz viele andere, wähl ja. Weißt du, und ich versuch so. Ja, aber Kassim, warte, ganz kurz, warte. Warum, wer sagt dir, wähl nicht und warum? Ich meine, auf Social Media, alle NFL-Jungs, die geben ihre Meinung und warum sie nicht gewählt haben oder warum sie ja gewählt haben. Und ich habe so natürlich versucht, ich habe ein paar Jungs angerufen. Sam Archer zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr Sam. Ja, kennen wir. Der ist doch ein NFLPA Board, ne? Er ist ja genau. Executive Board Member. Genau. Ja. Er hat darüber mal richtig gut geredet. Wenn ihr mal was über die CBA wissen wollt, geht auf seinen Twitter-Account und so und sucht das mal. Das macht er ganz gut. Er war sehr pro. Besitzer, ne? Das, ey, unterschreibt es. Der hat nie was Negatives wirklich gesagt. Timeout. Er hat immer, warte mal. Er hat immer gesagt, weil die Videos, die ich gesehen habe, immer, das ist der beste Deal für die Spieler. Oder, Kassim? Was sagt man? Das hat er gesagt. Ja, aber das heißt halt nicht, dass er Pro-Owner sind. Nein, ich meine aber, das war. Ja, aber guck mal, lass uns über Kassims Situation reden. Na? So, als auch über Björns Situation auch, weil die neue CBA geht auch um Björn.
Wirklich. Genau, Disability, so, aber alles. Aber da kommst du, da, ja, du kriegst dann behindert. Ich brauch Schlag, alles. Ich brauch auch. Aber nee, Kasim, deine Situation. Wenn du als Spieler, diese Borderline-Spieler sind, die auf dem Roster sind, mal wieder weg, Minimum-Player, für die 65%, darüber haben wir ja auch gesprochen, als wir über die CBA gesprochen haben, für die unteren 65%, das klingt jetzt ohne Wertung, wenn du in der NFL bist, bist du eine Riesenrakete, aber für die Spieler, die nicht in den Top 20, Top 10% sind, für die ist das ein guter Deal, weil dein Minimum geht richtig nach oben. Bis 2029 ist es bei 1 Million Minimum Garantie. Wenn du nächstes Jahr spielst, hast du garantiert $100,000 mehr im Jahr als bei der jetzigen CBA oder bei der letzten. Ja. Also vorsichtig, wie du das erklärst. Garantiert heißt das schon mal gar nicht, weil es wird pro Spiel und es hat sich ja jetzt verändert. Kasim, ja, genau. Erstmal zurück. Was hast du denn gewählt? Hast du dafür oder dagegen? Hast du ja oder nein gewählt? Ich habe dagegen gewählt. Oh! Erzähl uns warum. Weil natürlich die meisten von den Jungs, mein Mark Ingram, Cam Jordan, und mit den meisten Jungs, die geredet haben, ich meine, die sind alle Veteranen. Der Deal ist natürlich, wenn du für die First and Second Players, das ist der wirklich am besten für den. Du hast mehr Jungs eh im Team. Aber für die Jungs, die nicht so viel Geld verdienen, ist es ein bisschen besser. Aber wenn du dir mal anguckst, zum Beispiel Health Benefits, da haben die ein paar Sachen weggenommen. Und ganz viele. Disability haben sie weggenommen. Das ist ein riesengroßes Ding, was wir im Podcast gar nicht so groß thematisiert haben, weil viele Spieler, die vor 50 Jahren gespielt haben, ey, die sind richtig gerade am Struggeln zu Hause, weil die das einfach gecuttet haben und wirklich, die brauchen das Geld. Disability, wenn ich, Christine, korrigiere mich, falls ich falsch liege, aber wenn du dafür dich qualifizierst, weil dein Körper in so einer Tabelle genug Hits sozusagen, ne, OPs oder. Gibt es ein System von 0 bis 10 Punkte? Wenn du 10 Punkte erreichst, ne, weil du Kreuzbandriss hattest, Bandscheibenvorfälle, dann qualifizierst du dich für Disability und dann kriegst du irgendwie eine bestimmte Anzahl, sozusagen eine frühe Rente. Ne? Und da sind viele, viele Spieler, gar nicht jetzt die Spieler, die wir kennen, sondern die von damals, die brauchen das, um zu überleben, weil die Frauen können gar nicht arbeiten gehen, weil die haben einen Pflegefall zu Hause, ne? Und das wurde jetzt gestrichen und das ist das Ding, wo die ganzen älteren Spieler gesagt haben, ihr könnt das doch nicht den ganz alten Spielern antun, die sozusagen, durch die ist die NFL überhaupt groß geworden. So, wurde das ganz gestrichen oder halbiert? Also, Disability wurde weggenommen. Wir haben verschiedene Programme, verschiedene Benefits, was Christine gerade angesprochen hat. Wir haben immer noch unsere Pension, das ist so die reguläre Rente, die du 55 ist das, ne? Genau, die kannst du mit 55 rausnehmen, kannst aber auch deferren, also sozusagen zurückbringen auf die 65 Jahre, aber bis dahin kriegst du nichts. Und dann hast du eine 401k, das ist wie ein Rentenkonto, wo du selber einzahlen kannst und das Team matcht es. Das ist das Beste. Genau. Aber Disability ist das, wenn du 5 Jahre fertig bist mit der NFL und du qualifizierst dich dafür, kriegst du schon rein theoretisch, wenn ich mit 30 aufgehört habe, bin kaputt, kriege ich mit 35 schon eine Rente, also eine Pflegerente. Und dann geht's genau. Verschiedene Stufen, Abstufen. Und das haben die weggenommen, genau. Deswegen hat man auf Twitter, also das könnt alle, die das jetzt mal gerade sehen, geht mal ein bisschen rum ins Internet, ey, da sind viele Frauen von Spielern, die man gar nicht per Namen kennt, die sind richtig aktiv gewesen auf Social Media und haben Fotos gezeigt von deren Pflegefall zu Hause, weil die so lange gespielt haben in der NFL und sind so kaputt und es wurde einfach gestrichen. Und deswegen also Prost und Kron, seid ihr euch ganz sicher, dass es ganz gestrichen wurde? Ich hab letzte Woche mit Eric Green gesprochen. Der hat in den 90ern gespielt, hat natürlich, obwohl nur relativ viel Geld verdient, weil in den 90ern hast du noch, der war der Gronk der 90er. Wir hatten ihn noch da, Eric Green, du hast ihn kennengelernt. Miami, ja. Genau, der hat ja Hüfte, Werner-Knie, Büffelhüfte, der hat alles, ne? war ein guter Typ. Der hat, erstklassiger Typ, der hat diese Disability-Rente sozusagen bekommen und sagte auch, ey, mit dem neuen CBA, er sagte mir, ist, glaube ich, die Hälfte weg. Ich weiß jetzt nicht, ob es ganz war, ich muss ihn nochmal fragen, aber es klang, als wäre die Hälfte weg. Und, selbst das ist ja, aber er sagte interessanterweise, ey, pass auf, für mich als Ehemaligen ist die neue CBA scheiße. Wäre ich noch ein aktiver Spieler, hätte ich wahrscheinlich dafür gestimmt, wäre ich ein Lower-Bottom-Spieler, weil, weißt du hast dann irgendwann als Spieler, der votet, hast du die Wahl,
bin ich für die, das hat Sam Acho ja, oder Acho, wie der heißt, auch gesagt, du gibst was und du nimmst was. Genau. Wenn du ein junger Spieler bist, was machst du jetzt? Bist du heroisch und sagst, ey, ich vote dagegen, weil ich will, dass die alten Spieler versorgt bin, oder vote ich dafür und gehe sicher, dass ich vielleicht in meinen 2-3 Jahren $300,000-$400,000 extra habe, weil vielleicht komme ich gar nicht dahin, wo die anderen waren. Ich will jetzt nicht sagen, das eine ist gut, das andere ist schlecht, nur es gibt verschiedene Perspektiven, wie man das Ganze anschauen kann. Du, ich weiß nicht, wie lange in dem Programm, wo wir gerade aufnehmen, gibt es ein Maximum. Deswegen lass mal Kasim noch ein bisschen was sagen und dann müssen wir zumachen, weil da ist irgendwie so eine Mindestminute. Nach einer Stunde schmeißen sie dich raus. Aber wir labern noch nicht. Ich weiß nicht, hat irgendjemand darauf geachtet, wann wir rangegangen sind? Ich kann es auch nicht sehen. So, Kasim, gib uns mal noch ein paar Punkte. Erzähl mal weiter, das ist so interessant, weil ich bin ja schon wieder... Wir müssen auch noch was zum Draft machen. Warte, gib mir noch ein, zwei Punkte, warum du Nein gewählt hast bei der CBA. Das wäre interessant. Ja, ganz ehrlich, ich habe wirklich so an die ganzen älteren Spieler gedacht. Und gerade für mich jetzt, ich bin an einem Punkt, weißt du, meine NFL-Karriere, vielleicht schaffe ich das nicht in ein Team. Natürlich, ich werde alles tun, um dieses Jahr in ein Team zu kommen. Aber wie viele Leute das die neue CBA beeinflusst. Das heißt wieder, okay, die älteren Spieler. Cams Vater hat in der NFL in den 80ern gespielt, weißt du? Ganz viele von meinen Freunden, jetzt auch für mich als Retired Player, wenn irgendwas zu mir, wenn was mit mir vielleicht, ein paar Benefits, die ich haben kann. Aber am Ende des Tages, die meisten haben mich überzeugt, Nein zu wählen und halt noch mehr daraus zu squeezen, noch mehr zu verhandeln. Aber dann wurde ja zugestimmt. So, dann lass uns doch mal, bevor wir hier abgeschnitten werden von Zoom oder irgendeiner aus Indien das Ding hier crasht und dazukommt. Hast du das gesehen, dass sie immer diese Zoom-Konferenzen crashen, wenn so Familien sich unterhalten und einer reinkommt und sagt, hey Kate, show me your breast. What? Hey, voll, pass auf, das ist ja das Thema mit dem Draft, über was wir im Podcast noch sprechen müssen. Ey, erzähl, du wolltest ja egal, schon, wolltest meine aber. Frage an Kasim für die Leute, die das Football Bromance TV zuschauen. Draft, du verfolgst das Ganze auch, Mock Draft, hast du auch schon so eine Idee im Kopf, wie die erste Runde oder die ersten paar Picks ablaufen werden? Ganz ehrlich, so habe ich das gar nicht mitverfolgt. Ich habe ein paar Jungs, mit denen ich trainiert habe. Mit wem hast du trainiert? Mit meinem Boy Stiefus. Wer? Warte. Syphilis! Syphilis! Das habe ich auch gerade verstanden. Mit meinem Boy Stiefus. Weißt du was? Er hat den Nachnamen vergessen. Nein, weil wir nur Quintus. Mein Boy Syphilis in meiner Garage mit mir selber. Sein alter Ego. Aber wir nennen alle Q, okay? Ja, so, was spielt welche Receiver, Position? Receiver bei Wisconsin. Ja, aber geht der in der ersten Runde? Der Name ich glaube schon. Ich glaube schon. Ich glaube, die sagen, er ist vielleicht ein First Rounder. Er sagt es. Ich sag das mal. Okay. Ich sag das. Okay. Aber ansonsten. Pass Rusher. Ihr seid beide Pass Rusher. Mein Kollege war Assistant Defensive Line Coach bei Ohio State. Kenny Anunnaki und mein alter Defensive Line Coach, Alvin Washington, war auch Defensive Line Coach. Und ich habe immer mal gefragt, hey, Chase Young ist eine Vollmaschine. Und die meinten, ey, Vollmaschine. Und Björn kennt das ja. Es gibt jedes Jahr oder ab und zu so ein paar Freaks, die guckst du einfach an und die sind einfach, ja, da hat. Nicht wir beide. Als das Baby im Bauch war, Gott hat einfach angefasst und er hat Superkräfte jetzt. Weißt du, so ein Typ. Ich hatte ihn im Sommer bei dem Football Camp bei Ohio State, habe ich ihn gesehen, weil er hat geholfen, so ein bisschen als Spieler, ne, kennt man das ja, die kommen dann raus und helfen den Highschool-Spielern so ein bisschen beim Coachen der D-Line. Ey, der stand da in so einem Tanktop. Erstens, er ist so lang, ne, so lange Arme und der war nur purer Muskel überall. Der Typ war so eine Maschine, einfach nur vom Angucken, wo ich mir richtig, ich gucke ihn an, ich gucke mich in den Spiegel an, denke mir so, alter Schwede, der hat echt so alles. Björn, ne? So, Björn, so. Ey,
Ey, wir müssen jetzt, ich glaube, wir müssen auflegen. Sonst, ich sag mal, schon, wir sind seit 10 Minuten. Entspann dich doch mal. Letzte Frage. Isaiah Simmons, Linebacker Clemson, ist dir ein Begriff? Ein bisschen. Der Knabe ist 4-3-9 gelaufen. Ich hab ein bisschen von ihm gesehen, weil ist ja immer auf Twitter, sieht man ja immer ein bisschen. Okay, also hast du ein Spiel von Clemson gesehen dieses Jahr? Ich habe kein Spiel von Clemson, aber alles, was ich weiß, ist, der Typ ist derbe athletisch und ey, guck, ich habe mit Luke. Du musst alles, was du hören musst, ne? Guck mal, er ist 6'5". So, was ist das nochmal? 6'4", 2'37". So, und er rennt nur 4'3'9" als Linebacker. Was heißt das? Stupid. Guck dir das Footballspiel heutzutage an. Das sind alles nur jetzt Athletes. Weißt du, Luke Kuechly war ja die neue Generation von Middle Linebacker, wo nicht mehr so die Ray Lewis, die einfach nur A-Gap, B-Gap stoppen. Auf einmal jetzt der Middle Linebacker war überall auf dem Feld. Und dann guckst du dir seine Stats an und laufen wir eine 4-3. Leute wissen gar nicht, wie schnell das ist. So, und da ist er weg. Also komm, ich wusste es. Also, was ist das für eine App? Ey, ich habe keine Ahnung. Wir küssen dein Auge. Danke dir für deine Zeit. Bleib gesund. Okay. Wir quatschen so oder so, ne? Ja, Mann. Ruf an. Bis dann.